Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich habe heute für euch ein neues Thema, ein komplexes Thema, aber ich gehe es an, weil ich das super innovativ finde und super interessant und steckt voller Überraschung. Und zwar geht es heute um das Thema Drohnen. Jawohl, und zwar die Drohnen. An der Stelle erstmal schönen Dank an die Firma Globeflight, ja? Man sieht ja das Logo von denen und zwar ist das erwähnenswert, weil ich darf die Drohne testen, guck mir das mal an und will mich damit mal ein bisschen beschäftigen und die haben mir das halt ermöglicht. Deshalb erstmal schönen Dank. Und das Besondere ist bei der Firma Globeflight auch, dass ihr so eine Drohne, das ist nämlich eine Industriedrohne, auf die wir kommen, das ist keine normale, die jetzt in jedem Elektrofachmarkt, ich sag mal, wo man sonst immer hingeht, Expert oder so, bekommt, sondern das ist eine Industriedrohne und zwar extra für Feuerwehr und so weiter, Personensuche. Nämlich, das Besondere ist hier nämlich, kann ich schon verraten, hier ist eine Wärmebildkamera mit dran. Das heißt, wir haben nicht nur normales Video, wir machen auch ein Wärmebild. Ne? Wer kann, wer hat, der kann. Ne? Was erwartet euch, wenn ihr so einen Koffer bekommt? Ich habe das jetzt schon ein bisschen benutzt. Also ich habe schon jetzt 2 Wochen Flugzeit hinter mir, habe ordentlich schon Akkus durchgepulvert, obwohl die lange halten und habe mal so ein bisschen rumgespielt und getestet. Und jetzt will ich euch sozusagen die Berührungsängste nehmen und auch zeigen, wie sinnvoll es eigentlich ist, sich eine Wärmebildkamera, also so eine Mavic Dual oder Enterprise, wie es auch genannt wird, also Mavic 2 Enterprise Dual heißt es eigentlich korrekt. Warum es so sinnvoll ist, sich sowas vielleicht, wenn man über das Thema Wärmebild nachdenkt, warum es so sinnvoll ist, sich sowas zu befassen, ich zeige euch mal, was euch erwartet. Alles klar? Los geht's. Schauen wir mal rein. Das ist in dem Koffer drin und ich werde euch jetzt mal nach und nach zeigen, was das ist. Hier sieht man schon so besondere Anbauteile oder so. Da war ich jetzt ein bisschen mit überfordert. Ich weiß ganz genau, was viele von euch denken, die das noch nicht kennen, keine Drohne kennen. Und wir werden jetzt gemeinsam feststellen, dass das kein Hexenwerk ist, okay? Bevor wir mit der Drohne anfangen, gibt es erstmal 2 Sachen, die ihr wissen müsst, rein technisch. Also, ich nehme die Drohne jetzt mal raus. Der Koffer ist erstmal schon mal super hammermäßig. Da muss ich schon mal sagen, das fand ich schon sehr ordentlich. Ich werde jetzt mal ein paar Sachen rausnehmen und euch mal erklären, wofür das ist. So. Diese Drohne sieht jetzt ein bisschen klein aus. So sieht sie zusammengefaltet noch aus. Kann man nutzen und zwar, ich mache mal kurz einen Transportschutz ab. Das ist hier diese Kappe, die ihr seht, das ist diese Kugel. Das ist nicht ein U-Boot-Modus oder sowas. Oder gegen Wasserschutz, das ist wirklich ein reiner Transportschutz. Der muss immer ab, wenn man es nutzt, okay? Wenn ihr die Drohne einschaltet, wird nämlich dieser Gimbal, hier ist ja auch ein Gimbal dran, also eigentlich haben wir nicht nur eine Drohne und eine Wärmebildkamera, man hat auch noch einen Gimbal. Ne? Man kann die Drohne auch nutzen, ohne dass sie fliegt. Ihr könnt hier von mir aus Gimbal-Aufnahmen machen. Ja, es ist auch eine ganz normale Videokamera letztendlich. Und jetzt kommt's. Ihr könnt sie auch als Wärmebildkamera für den Einsatz nehmen. Ihr könnt sie auch in der Hand, ohne dass sie fliegt, nutzen als Auflegungsgerät für den Einsatz. Ne? Phasenerkundung und so weiter, wisst ihr Bescheid? Wärmebild, Außenbild verschaffen, Lagererkundung. Wieso kann ich denn nicht mit einer Drohne in der Hand mal ein Wärmebild machen, um mir einen Überblick der Lage zu verschaffen? Okay? Das heißt, sicherheitshalber, also man kann die Drohne natürlich, bevor sie fliegt, muss man sie ausklappen, vorbereiten, zeige ich euch gleich. Aber wenn ihr sie wirklich in der Hand nutzt, und sie einschaltet. Aus Sicherheitsgründen empfehle ich, weil diese Rotorblätter sind bestimmt nicht gesundheitsförderlich, wenn die anfangen zu drehen. Wenn ihr die aus Versehen einer die Drohne starten lässt, weil die Fernbedienung da liegt und du hast sie in der Hand und einer sagt, die muss doch starten, ist der Unfall vorprogrammiert. Deshalb empfehle ich, Rotorkopf kurz festhalten ein, die Rotorblätter runterdrücken, in die Seite zu bewegen, wo es geht, nach links gesehen, nach rechts und dann einfach wieder loslassen, kann ich die Rotorblätter alle rausnehmen. So leicht wechselt man hier Rotorblätter. Einfach, ne? Cool. So, anders umgekehrtes Spiel, wieder raufsetzen, gucken, wo es geht, zack, fertig. Das ist einfach, ne? Ich kann es ja mal komplett einmal ausklappen für euch. Die vorderen klappt man so nach vorne, die hinteren klappt man so um. So. Und schon habt ihr hier die Drohne. So, pass auf, jetzt wird's schön. Die Drohne hat in alle Richtungen so kleine Kameras, sag ich mal, Sensoren. Hinten an den Seiten, unten, die aufpassen, dass sie nirgendwo gegenfliegt. So, das ist schon mal die erste gute Nachricht.
Also die Drohne kann, das hat nichts mehr mit Fliegen zu tun. Fliegen ist für mich eigentlich zu verhindern, ein ausbrechendes Objekt einzufangen. Das ist für mich Fliegen. Diese Drohne will gar nicht ausbrechen. Die Drohne ist von Natur aus so gebaut, dass wenn man alles loslässt, sie frei schwebt und sich nicht bewegt. Und auch wenn irgendwie 50 km/h Wind ist, interessiert sie nicht. Ne? So. Wenn man sie anschaltet und sie so einen Referenzlauf macht. Achso, man muss einmal kurz drücken und dann lang gedrückt halten. So geht die Drohne an. Also, kurz und lang hinterher. Muss man schneller machen. Warte, jetzt. Jetzt sieht man gleich, dass der Kopf sich initialisiert. Ja. Die Drohne darf man nicht einschalten, wenn sie im hohen Rasen steht. Der Gimbal lag so ein bisschen auf und schon ist der Referenzlauf nicht fertig gewesen. Dann hat der Gimbal nicht funktioniert. Dann muss man nochmal ausmachen. Gleich ist er aus. Tipp, tipp. Muss man schnell machen. Gedrückt halten, bis sie dann an ist. Also tipp, tipp. Gedrückt halten, bis sie... Wo man merkt, dass sie anläuft. Ne? Das dauert ein bisschen, bis sie weit ist und sie dann fertig ist. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ausschalten das gleiche, tipp, tipp, gedrückt halten, bis sie sich verabschiedet. Aus. Ne? Gut. Das ist schon mal das Erste. Das ist die Drohne. So. Was wir hier drauf haben, wenn ich hier Seitendruckknöpfe habe, drücke ich beide Knöpfe, kann hier wunderbar den Akku rausnehmen. In dem Koffer ist der gleiche Akku nochmal. Das ist ein Ersatzakku. Um zu sehen, wie voll die sind, muss ich die nicht irgendwo anschließen, aber ich drücke einmal kurz drauf und sehe, randvoll, frisch geladen. Drücke drauf. Ja, da fehlt schon ein bisschen was. 80% Akku ungefähr, ne? Der hier. Okay. Zu Lebensdauer und Flugdauer muss man dazu sagen, diese Akkus funktionieren am besten, wenn sie warm sind. Also nicht kühl im Kühlschrank, auf keinen Fall. Dann ist die Flugzeit deutlich reduziert. Wenn die unter 15 Grad sind, 15 Grad, dann sollte man die Akkus vorwärmen. Das werden sie einem danken in der Flugzeit, ne? Das heißt, da gibt es auch einen Modus für. Ich halte hier einfach den Finger gedrückt, 5 Sekunden. Wenn man diesen Akku in die Drohne reinpackt und die Drohne anmacht, sobald die Drohne an ist, wird der automatisch vorgewärmt, der Akku. Ne? Wenn man aber der Drohne schon was Gutes tun will und weiß, man tauscht gleich den Akku, kann man den schon mal vorwärmen und dann gleich weiterfliegen. So, okay. Machen wir mal einen Praxisteil noch. Mache ich mal wieder aus. So. Ja, Akkus. Wie können wir die Akkus laden? Hier ist ein Ladegerät bei. Mit einem Ladekabel. So. Man kann die Akkus jetzt laden, indem man einfach diesen Stecker, hier unten ist auch so ein Stecker, und eine Seite ist ein bisschen abgerundet, hier im Stecker auch, passt nur in einer Richtung drauf, fertig. Wenn man dann lädt, sieht man auch, wie er hier blinkt und da so ein Ladeprogramm durchläuft, okay? Super. Dann haben wir hier noch ein bisschen versteckt, das habe ich jetzt nicht gesehen, noch ein Kabel. Wo kommt das hin? Schauen wir mal. Ah, die Fernbedienung. In der Fernbedienung ist auch ein Akku drin. Diese Fernbedienung, es nützt nichts, wenn die Drohne geladen ist, die Fernbedienung nicht. Ne? Man muss also leider die Fernbedienung auch laden. Und zwar, wo ist das? Gucken wir. Aha, hier in der Seite ist ein Stecker drauf. Zu dem komme ich gleich noch. Da stecken wir den Stecker rein. So, und dann kann man laden. Das Prinzip ist hier ähnlich bei dieser DJI-Drohne, auch bei der Fernbedienung, ist so ähnlich wie bei dem Akku. Wenn ich einmal kurz auf den Powerknopf draufdrücke, sehe ich, ich habe, 76% noch Akkuleistung von dem Teil. Könnte ich jetzt schön laden. So, schon ein bisschen gebraucht. Okay, so. Was ist das denn hier für ein Kabel, was an der Seite steckt? Dazu kommt hier diese, hier sind mehrere Varianten von Kabeladaptern drin. Die zeige ich jetzt nicht alle, für verschiedene Handy-Adapter-Funktionen. Das heißt, ich habe verschiedene Stecker. Hier ist zum Beispiel ein USB-C, das in mein Handy passt. Okay, weil ich habe hier unten bei mir im Handy auch so einen USB-C-Stecker. Der gehört da rein. Nachteil ist ein bisschen hier, weil das so ein bisschen durch meine Handyhülle so ein bisschen dick aufbaut, muss ich meine Handyhülle erstmal abmachen und könnte das dann hier wunderbar zusammenstecken. Zack. Ne? Andere Seite natürlich aufgeklappt und so wird dann das Handy da unten mit angebaut. Ne? So. Das zur Fernbedienung. Wie die Fernbedienung funktioniert, wie man steuert, zeige ich euch im Praxisteil. Gut. Aber wir haben noch ein paar Raffinessen. Hier ist noch ein USB-C und USB-Adapterkabel für die Datenübertragung von der Drohne. Man hat nämlich in der Drohne hier so ein paar Fächer versteckt. Hier an der Seite, gucken wir mal, was ist dahinter. Irgendwie ein Reset-Knopf. USB-Stecker für die Datenübertragung. Das heißt, die Videos, die hier drauf sind, kann ich auch über das Kabel in hoher Qualität runterladen. Ne? Was auch wichtig ist, ihr macht ein Video ganz normal, im normalen Bild und er zeichnet trotzdem parallel immer ein Infrarot, also ein Wärmebild auf.
Auf der anderen Seite haben wir hier ein Fach für eine SD-Karte. Da habe ich mir jetzt erlaubt, 128 GB SD-Karte reinzupulvern, damit ich jedes Mal die Drohne irgendwie Bilder löschen muss und ich da Ruhe habe. Ne? Die hat aber schon vergrößert intern Speicher, das ist sozusagen Vorteil von dieser Enterprise Dual Drohne. Ne? So. Jetzt kommen wir zu was Besonderem. Ich packe jetzt mal diesen Zubehörkram hier wieder weg. Und zeige euch mal das Zubehör. Und zwar kann man hier oben eine Klappe abnehmen. Das ist nur so eine Blende. Und wenn ihr hier genau hinguckt, seht ihr, hier ist ein USB-Anschluss. Ne? So. Was macht dieser USB-Anschluss? Ich kann nämlich Zubehör draufbauen. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Spielerei an. Ist es aber nicht, weil hier sind so kleine USB-Stecker. Wenn ich den draufstecke, erkennt die Drohne sofort, was angebaut ist. Drück das mal auf. Kann das hier mit dem Rändelschraum festmachen. Und da habe ich hier ein Positionslicht. Positionslicht ist so richtig helles Blitzlicht. Warum? Stellt euch vor, Großeinsatz, da fliegen noch mehr echte Hubschrauber rum, noch mehr Drohnen, damit ihr nicht irgendwie kollidiert, damit ihr euch erkennt im Dunkeln. Ein super Warnsignal, ne? So, das war zum Beispiel jetzt das Blitzlicht. Dann, Suchscheinwerfer. Hört sich jetzt an so nach Motto, was ist das denn für ein kleines? Täuscht euch nicht. Klein, aber fein. Das werde ich euch in Praxis jetzt zeigen. Ich mache mal kurz die Rändelschrauben fest. Werde ich im Praxisteil mal zeigen, wie effektiv so ein kleiner Suchscheinwerfer ist. Den kann man vorher im Winkel so ein bisschen verneigen. Und ne, kann man auch ganz runter machen, aber ich sage mal, so ist natürlich realistisch. Die Drohne schwebt und kann wirklich Einsatzstellen noch ausleuchten. Ne? Wenn da was ist, kannst du sagen, oh, Drohne, bleib da, wir kommen zu dir. Und zum Trupp sagen, seht da vorne das Licht, da ist die Einsatzstelle hin. Schnell, nimm Verbandskasten mit. Ne? Drohnenlicht zur Aufklärung. Super, super durchdacht. Dann, was haben wir noch? Ein Lautsprecher. Ist nur ein Lautsprecher, kein Mikrofon, weil eine Drohne hat natürlich auch ganz schön Störgeräusche. Man kann immer nur eins anbauen. Ne? Man kann jetzt nicht kombinieren Licht und Lautsprecher. Das geht leider nicht. Ein Lautsprecher ist auch, dass man den neigen kann, ungefähr nach vorne. Und dann kann man zum Beispiel Durchsagen machen, bitte bleiben Sie ruhig, wir sind sofort bei Ihnen oder auf dem Dach. Ne? Hilfe kommt sofort, bleiben Sie, ne? Dann kann man Durchsagen machen, mit der Person reden. Man kann auch mit der Person so reden, dass man sagt, haben Sie verstanden, dann geben Sie mir einen Daumen nach oben. Geht es Ihnen gut, geben Sie mir einen Daumen nach oben. Ne? So kann man ja auch mit Leuten kommunizieren, ohne dass sie sprechen können. Man kann ihnen ja Zeichen abverlangen, ja, nein, ne? Ja, nein und so weiter. Ne? Kann man mit den Leuten sprechen. Finde ich ein super, super Gimmick. Ne? Okay, wenn man das alles nicht braucht, wie gesagt, man hat trotzdem die Möglichkeit, es, wer weiß, welcher Fall mal kommt, zu wissen, dass es das hat. Gut, ne? Kann man so rausnehmen und auch wieder reinpacken. Super. Also, das war es jetzt eigentlich schon vom Zubehör. Ne? Man hat hier noch ein paar Ersatzrotorblätter, finde ich auch super. Zwei Stück. Und man kann dann eigentlich sofort loslegen. Wichtige Info noch nebenbei. Diese Drohne wiegt ungefähr 900 Gramm, also knapp ein Kilo. Rein rechtlich müsst ihr beachten, dass ihr zwei Sachen für diese Drohne braucht, um sie zu fliegen. Ihr braucht keinen Flugschein. Nein. Ab 2 Kilo ja. Ne? Da sind aber meist diese Drohnen schon mit den dicken Füßen, die auch ein bisschen teurer sind. Die hier kostet unter 3.000 Euro. Sag mal, die normalen Mavic 2, die so ähnlich sind, nur halt nicht mit der Funktionalität, was die noch on top hat. Die kosten ungefähr so 2.000, 2.100 und die kosten aktuell so irgendwie so 2.900 Euro zu dem Dreh. Ne? Nagel mich nicht fest, nur dass ihr mal eine Hausnummer habt. Ich finde, das geht noch. Eine reine Wärmebildkamera kostet eigentlich das Gleiche. Ne? Nur die kann auch alleine fliegen. Okay, natürlich gibt es Unterschiede mit Objektiven und Temperaturbeständigkeit für den Innenangriff ist das nicht. Und bei Nässe weiß ich auch nicht, wie weit Nässe die vertragen kann, aber man hat erstmal schon mal was, was wirklich effektiv ist. Ne? Gut, also ihr braucht jetzt jedenfalls zwei Sachen. Ihr braucht als erstes eine Haftpflichtversicherung. Drohnen müssen versichert sein, um euch letztendlich selber zu schützen. Es ist Pflicht, genau wie beim PKW auch, ihr braucht eine Haftpflichtversicherung. Das zweite ist, ihr habt eine Kennzeichnungspflicht der Drohne. Ihr müsst da euren Namen drauf branden, wollte ich schon sagen. Und zwar zeige ich euch, wie das aussieht. Los geht's. Also hier ist meine Feuerwehr-Willi-Anschrift drauf. Die muss feuerfest sein und muss auf die Drohne geklebt werden. Natürlich nicht auf, denkt ihr soweit, natürlich nicht auf dem Akku, ne?
Weil wenn ihr den Akku tauscht, ist ja auch immer das Namensschild in der Kiste und nicht auf der Drohne. Und wenn was passiert und die abschmiert und es ein Feuer gibt, müsst ihr lokalisiert werden können. Okay? Das heißt, diesen Aufkleber werde ich jetzt platzieren. Es gibt natürlich die verrücktesten Theorien, wo jetzt was am besten hin muss, damit die Drohne auch deren Flugstabilität behält und so weiter. Für mich totaler Quatsch. Wir haben mal solche Antworten drauf. Ich glaube, dass die Drohne mit so einem kleinen Aufkleber, der nichts wiegt, klarkommt, egal wo der ist. Natürlich, klebt ihr den natürlich nicht über einen Sensor, genau über so eine Seitenkamera drüber. Ne, das ist natürlich ganz klar. Aber wir gucken mal, wo wir es am besten hinkleben. Ich würde es euch optisch jetzt mit euch am schönsten finden, wenn ich es einfach hier unten drunter kleben würde. Obwohl das ein bisschen rund. Man kann das auch auf so einen Seitenarm machen. Ich glaube, da ist es am neutralsten. Ja, ich denke, ich werde es irgendwo, oder hier vorne, muss man gucken, wo es ein bisschen, es ist ein bisschen gewölbt und das Schild ist ein bisschen härter, deshalb würde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich so einen Seitenarm innen nehmen und da meinen Namen platzieren. Das mache ich jetzt mit euch mal live. Das ist eine der zwei Sachen, die man machen muss. Und wie gesagt, dieser Aufkleber kostet irgendwie keine 5 Euro, ne? Ist aber Pflicht. Wunderbar. Jetzt ist es hier drauf. Also, Haftpflichtversicherung und die Kennzeichnung, das war's. Okay, dann könnt ihr schon loslegen und ich empfehle euch jetzt für die ersten Starts, euch in eine freie Fläche zu suchen, damit, wenn ihr Missverständnis habt, nicht gleich jetzt zum Schaden führt und ihr irgendwo hart irgendwo reinballert wo und es bereut. Das machen wir dann im Praxisteil. Freue mich. Bleibt dran. Bis zum nächsten Teil. Euer Feuerwilli. Bis dann. Tschüss. Yeah.